Wir spielen heute gegen Hyra. Er ist der erste Spieler weltweit, der die 100.000 Trophäen erreicht hat. Wir machen ein Duell gegen ihn. 1 gegen 1 in jedem Spielmodus. Ich will mindestens einmal gewinnen und am Ende werden wir ihn fragen, ob er Brawl Stars wirklich immer verlassen wird. Viel Spaß. Leute, es ist voll Pracht. Wir haben auch den zweiten Pro hier in der Lobby. Ich mache hier einmal die Lane auf die andere Seite. Vielleicht kann ich auch die FL kriegen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht zum Zuschauen. Wir haben ja schon Physik in der FL. 100.000 Trophäen. Er heißt sogar wieder Hyra. Hier ist er zwischendrin Ilgees für Ende. Ich weiß nicht, vielleicht will er quitten. Wir werden ihn auf jeden Fall heute fragen, stimmt. Am Ende würde ich sagen, jetzt nicht direkt am Anfang nerven. Das ist so seine Übersicht. Wir schauen uns, komm, wir müssen einfach jetzt reinstarten. Ich kann jetzt hier nicht so lange rumlabern. Hat er schon einen Brawler vorgeschlagen? Er schreibt, let's go cold. Okay, okay, okay. Ja, direkt natürlich einen Skill-Brawler gewählt. Finde ich gut. Wir werden immer so ein bisschen abwechselnd machen, würde ich sagen. Okay, was wäre mit cold am besten? Ich denke am besten Nachlade. Was ist denn für eine Map? So, er ist schon ready. Wir haben den Hypercharge. Ja. Vielleicht plus 1 Gadget. Ich war, ja, vielleicht lieber Damage. Wir gehen rein. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Leute, die Anspannung kickt jetzt hart rein. Also, gegen Physik hatten wir die brasilianischen Server. Also, er ist ja aus Brasilien und Hyra kommt aus den Niederlanden. Das bedeutet, er ist in der Nähe von uns. Ich komme ja aus Deutschland. Das bedeutet, wir spielen auf denselben Server natürlich. Und dementsprechend hat er hier gar keine Nachteile. Wie eben Physik natürlich. Und wird uns wahrscheinlich ziemlich rasieren. Mein Ziel ist dementsprechend. Digga, was ist das denn? Oh je. Ich dachte, die Minen wären vielleicht witzig. Ich habe mir das ganz gut gehittet gerade. Ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz witzig, diesen Minen zu spielen. Oh nein, oh nein. Ah, ich bin komplett daneben. Ich bin so angespannt. Erster Kill. Mein Fehler. Okay, also mein Ziel ist es, überhaupt einen Punkt zu holen. Ich will heute einen Punkt gegen ihn holen. Und gegen Physik habe ich hier direkt das erste Battle gewonnen. Das war direkt... Oh, hier, ne. Rasiert mich so weg. Schau mal, das sind keine unzerstörbaren Wände. Oh, das erste Game sieht nicht gut aus, ne? Aber ich kann das schaffen. Nicht so konzentrieren, Junge. Diese komischen Minen-Dinger da. Ach, machen mich fertig. Junge, nimm mich so raus mit Cold. Aber Cold war auch klar. Ich werde als nächstes einen Brawler wählen, der nicht ganz so krass skillabhängig ist, weil es war ja klar, dass er mich da komplett wegrasiert. Digga, ich bin ja komplett chancenlos. Okay, letzten 10 Sekunden. Imagine, ich krieg ihn jetzt mal. Er macht Hypercharge an. Ey, was soll ich tun? Was soll ich tun? Aber ich sage euch, jetzt pick ich den nächsten Brawler. Und damit es hoffentlich besser werden. Showdown. Modus Nummer 2 ist Showdown. Ich habe mich jetzt hier für Search entschieden. Ich denke, Search ist spannend. Hat ja auch schon ganz gut. Ich habe krass verloren gegen Physik, aber mal schauen. Also, wir nehmen ein Search. Wir wählen das hier aus. Wir nehmen, boah, vielleicht sogar Schild, hätte ich fast gesagt. Und jetzt bin ich einfach gespannt. Showdown natürlich auch so ziemlich das Spannendste. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance haben mit Search. Ich finde aber Search ziemlich geil, gerade eben, weil er auch ein cooler Showdown-Brawler ist. Wobei mir gerade einfällt, wir haben ja gar keine Upgrades beide. Wir müssen ja denn die Upgrades erst erarbeiten, weil wir die komplette Lobby ja leer haben. Das ist natürlich auf uns. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der wird jetzt nicht hoffentlich im Busch irgendwo warten. Ja, okay, also. Das erste ist, wir brauchen jetzt so schnell es geht viele Kisten. So, das ist gerade mein Ziel. Das heißt, ich probiere jetzt einfach so schnell es geht die Kisten zu holen. Und sage ich ehrlich mal, Showdown ist ja was am ehesten random ist. Wenn wir jetzt mehr Kisten kriegen, sehen wir eigentlich schon mal einen echt guten Vorteil. Und Hyra spielt ja wahrscheinlich auch gar keinen Showdown zum Pushen, weil Showdown echt unsicher ist zum Pushen. Die spielen ja nur 3 vs 3. Das heißt, da habe ich eigentlich noch ganz gute Chancen, denke ich. Gut, ich meine, ich muss immer noch gegen Hyra spielen. Da ist er. Wir haben ihn. Wir haben einen Cube mehr. Ne, wir hatten einen Cube mehr. Es gibt keinen Teleport mehr. Das ist auch mal hilfreich. Wo ist er denn? Wo sind denn die Kisten noch? Nee, doch, da ist eine Kiste. Okay. Er kann es aber jetzt hier nicht treffen, oder? Von dort aus. Nee, ich habe Angst. Ah. Nein, er hat mit 2 Hits gedrückt von dort aus. Das war lost. Ich hätte vielleicht das Upgrade auch nehmen sollen. Egal. Okay, es weiß natürlich... Oh, Junge. Er weiß es, dass ich... Da unten war noch eine Kiste, oder? Ja, da unten war noch eine Kiste, ja. Ich muss ihn jetzt unbedingt treffen. Er hat das Gadget genommen. Ah, dann ist er schneller. Aber das ist eigentlich gar kein Problem für mich. Er will mich jetzt hier einkesseln. Das ist interessant, was er jetzt hier macht. Ich drücke mal das Gadget hier. Oh, jetzt hat er Upgrade. Jetzt wird's eklig. Er weiß, was er jetzt machen muss. Oh, Junge, er weiß genau, was er jetzt machen muss. Das ist ein Upgrade mehr. Er geht auf den Speed-Vorteil. Okay. Es geht klar. Aber das ist halt natürlich das dritte Upgrade. Das ist natürlich jetzt bodenlos für mich. Ey, es war relativ... Ja, er hat mich schon dominiert. Egal. Wir kriegen den Punkt heute noch. Wir kriegen den. Jetzt darf er wieder wählen. Der nächste Modus ist tatsächlich Tresorraub. Keine Ahnung. Ich mach mal vielleicht die offene Map. Okay, er hat sich für Piper entschieden. Wieder ein Skill-Brawler. Ich glaube, da fühle ich mich ein bisschen wohler als mit Cold zumindest. Wir nehmen dieses Gadget, wir nehmen schnelles Snipen, wir nehmen Schild. Genau so eigentlich. Rein da. Jetzt bin ich gespannt. Damit geht es los. Ich finde es schon mal geil, dass wir jetzt hier Piper haben, weil ich glaube, ich fühle mich schon ein bisschen sicherer mit Piper als mit Cold. Aber ja, wir schauen's. Meint ihr, ich krieg den Punkt? Denkt ihr wirklich, ich krieg einen Punkt? Ich denke, einen kann ich vielleicht schaffen. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Hättet mich einfach instant direkt. Komplett. Junge, er macht das so... Ach. Gott! Ich sage, ich kann den Punkt schon irgendwie schaffen. Vielleicht. Werden sehen. Junge, er nimmt mich mal so dermaßen auseinander. Das ist ja nicht mehr normal. Das ist das Problem, dass er jetzt diese ekelhafte Position da hinten hat. Und natürlich auch genau weiß. Oh, er weiß genau, was er machen muss. Das ist ja so unfassbar stark. Gut, jetzt hat er das Gadget zum Glück gemisst, fairerweise. Er hat schon seine Ulti vor allem auch, ne? Ich treffe nur kein einziges Mal. Das ist insane. Das ist komplett insane. Dabei kann ich jetzt hier nicht killen, oder? Oh, ich habe ihn bekommen. Okay, krass. Gut, fairerweise, ich habe halt den Tresor natürlich ausgenutzt hier. Das ist die Frage.
Ey, was wollen wir auch sehen? Das wollen wir auch sehen. Ich werde dir ein bisschen überlegen, ich bin jetzt kein absolut guter Spieler, aber ich bin immerhin auch auf 50.000, ne? Und das meiste habe ich halt Solo-Showdown oder mit Randoms halt gepusht. Also ich bin jetzt schon nicht völlig schlecht, aber es ist halt schon krass, auf was für ein Niveau er halt jetzt hier spielt, ne? Schaut euch das an. Jetzt sitze ich hier einfach entspannt in Tresor die ganze Zeit. Was? Ihr habt das nicht getroffen? Digga, ich bin so schlecht auch gerade, ne? Aber man sieht auch fairerweise neben ihm halt auch einfach schlecht aus, ne? Hier habe ich gut gedodged wenigstens. Triff mich wieder. Ich treffe halt nicht. Komm, eine Minute, ich will ihn wenigstens einmal killen. Ja, gut, halt aus. Leute, ich kann das noch irgendwie. Ich will wenigstens mal einen Kill machen. Ich glaube auch, Tresorob ist leider entschieden, so wie es aussieht. Aber ich sage euch, den Punkt mache ich noch. Ach, Digga, ich bin so schlecht, wirklich. Ja, hinter den Tresor. Jetzt aber. Habe ich noch ein Gadget übrig? Ja. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Das ist ja so eine Dominanz gewesen. Ich treffe ihn noch da. Das ist Wahnsinn. Das war krass. Das war wirklich krass. Okay, jetzt kommt Kopfgeldjagd. Boah, was sagen wir denn da jetzt am besten? Ich hätte mal Bock, glaube ich, auf einen Brock. Mit dem bin ich ganz gut. Okay, ich glaube, Brock kann ganz gut. Ich bin ganz gut mit Brock. Ich habe schon gegen Leute mit Legendary in Powerliga irgendwie mit 9:1 gewonnen oder so mit der Brock-Runde. Deswegen, ich bin mit Brock eigentlich, aber ich denke, es wird nicht ausreichen gegen ihn. Aber wir werden es sehen. Machen wir lieber Schild oder lieber plus 1? Ich glaube, lieber Schild. Ohne Witz, ich glaube, da habe ich fast noch die höchsten Chancen. Vielleicht soll ich auch mal gleich einfach einen Tank wählen. Das wäre vielleicht auch mal. Aber Tanks sind halt natürlich ein bisschen defensiver, aber ich will halt einen Punkt natürlich schon kriegen, ne? Also mal schauen. So. Okay, also. Ja, ist schon mal getroffen, leider. Aber wir haben ihn auch getroffen. Sekunde. Ja, ich wollte gerade sagen, macht er sehr gut. Hat er gut abgewartet. Er kriegt den Booster schon mal. Konnte jetzt natürlich auch hier entspannt healen. Er hat mich getroffen. Ach, Digga, es ist einfach ein anderes Level. Es ist insane. Es ist einfach versuchen, ihn irgendwie zu treffen. Vielleicht indem ich ein bisschen mittig ziele. Nee. Junge, er dodgt das so gut weg. Es ist insane. Oh, jetzt habe ich mal. Okay, Sekunde. Das gibt's nicht. 160 HP. Okay, 0:5, Leute. 0:5. Das sieht echt nicht gut aus. Digga, was? Das gibt's doch nicht. Junge. Okay. Also ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass er mich so krank abziehen würde. Okay, doch. Jetzt, okay. Ich brauche 2 Kills, um zu comebacken. Das ist ja so frech. Er stellt sich vor allem noch vorne rein, kriegt mich trotzdem easy gekillt. Ich sag noch, ja, ich bin ganz gut mit Brock. Hat man auf jeden Fall gesehen. Er hat übrigens das andere Gadget gewählt. Ich weiß nicht, ob das ein schlaueres Gadget war. Aber wir sind noch nicht raus. Guck mal, 6-9 ist jetzt sogar machbar von den Sternen zumindest. Ist immer ein Hit getroffen. Das läuft ja hier ein bisschen weg. Ja, macht er gut, macht er gut. Nice, hä? Übel gut. Gut abgedenkst, gut abgeschätzt. Eingeschätzt, wie auch immer. Ich stelle mich jetzt hier rein. Ich konnte mit der Ult, glaube ich, überraschen. Oh mein Gott, das war sogar relativ close, oder? Das war ohne Witz wirklich relativ close. 8-9. Deswegen, ich muss halt den Kill holen, nicht er. Aber geht halt fairerweise offensiv. Macht es hier nicht langweilig. No way! Ich hab gleich den Win. Den will ich mir jetzt aber auch holen dann. Den will ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Dann bleib ich jetzt extra ein bisschen defensiv. Ja, ich hab auch einen Win. Sogar mit Brock, wie ich es gehofft hab. Das gibt's ja gar nicht. Am Anfang er hat mich so wegdominiert. Aber fair an Hyra, dass er hier nicht defensiv gespielt hat. Crazy. Okay, nächstes ist Brawl Ball. Ich gehe mal auf eine etwas dichtere Map, dass wir vielleicht mal einen Tank oder so wählen könnten. Vielleicht mal. Machen wir die Map. Shelly, okay. Shelly wählt, ja? Shelly finde ich immer cool. Machen wir Shelly, machen wir Snipe an, machen wir Speed eventuell sogar, oder? Oder plus 1 vielleicht lieber. Ich mach mal sogar. Ich glaube, Speed bringt gar nicht so. Oder lass mal Speed trotzdem. Ja, doch. Nee, wir lassen Damage drin, wir machen Slow, würde ich sogar sagen. Auf geht's. Und damit geht es los. Brawl Ball finde ich sehr spannend. Brawl Ball finde ich sehr geil. Er hat den goldenen Shelly-Skin. Oh, er ist doch. Ist er nicht Main-Shelly-Spieler? Er hat auch Shelly als Profilbild, soweit ich weiß. Also das wird vielleicht etwas eklig werden, aber mal schauen. Okay, er hat das Snipe-Gadget direkt angemacht. Ich habe damit schon gerechnet und bin deswegen ein bisschen zurückgelaufen. Die Frage ist eher, ob ich nicht ein bisschen dumm bin, dass ich hier zurücklaufe, weil er mich jetzt natürlich direkt hinten drin hat. Also Sekunde mal, ich habe ganz gut getroffen. Ich habe auch den Heal genommen, hat er glaube ich nicht genommen. Okay, ist interessant. Ja, oder? Ja. Oh mein Gott, ich habe ihn bekommen. Ist das jetzt ein Tor für mich? Wenn ich jetzt straight hier nach vorne laufe. Nice, 1-0. Mein Gott. Oh, es war lucky. Ich habe gerade irgendwie noch die geultet und dann hat es ausgereicht. Deswegen. Ja, jetzt hat er mich leider hier ganz gut bekommen. Hat auch die Ult. Hat den Slow drin. Und er hat Hypercharges auch aktiviert. Schade. Aber immerhin haben wir ein Tor geschossen schon mal. Aber jetzt wird es halt ganz hart. Jetzt muss ich halt irgendwie eigentlich so ganz schnell den Hypercharge auch aufgeladen kriegen. Ansonsten wird es ganz, ganz hart. So, jetzt hier genau schon ein bisschen zu dodgen. Oh mein Gott. Slow, komm. Nice. No way. Hypercharge, dann bin ich schneller. Das war smart. Nice. Gewonnen. Oh mein Gott, let's go! Mit Shelly einfach. Okay, nächste Disziplin ist Hot Zone. Wir nehmen mal Feuerring. Feuerring fand ich eh ganz geil. Und wir nehmen mal Crow, fand ich eh geil.
Crow. Okay, Leute, jetzt sind wir haben zwei Wins einfach, hä? Und es gibt auch keine Delays oder so. Also, das haben wir wirklich gewonnen. Wir waren jetzt auch irgendwie ein bisschen lucky, hat sich zumindest so angefühlt. Wir nehmen Schild, das habe ich gestern ja gesehen, dass es besser ist. Wir nehmen plus A. Wir nehmen wir machen es so. So würde ich sagen. Auf geht's. Und damit geht es rein. Crow 1 gegen 1. Wer führt denn jetzt gerade sogar? Wir können das schon mal sogar so denken. Ich glaube, es steht 3-2 für Hyra aktuell. Ich kann es wirklich nicht fassen. Auf geht's. Okay, mit Crow habe ich gestern eigentlich echt ganz solide gespielt, würde ich behaupten, gegen Physik. Ich habe einen guten Vorsprung gehabt und habe ihn dann aus der Hand gegeben. Jetzt bin ich natürlich jetzt hier schon mal ziemlich krass reingelaufen. Der hat Slow genommen, ich habe Schild genommen. Interessant, da sieht man schon mal die Unterschiede. Bin ich jetzt hier einen Ticken? Ja, er hat mich deutlich besser als leider. Sieht es auch, wo ich bin. Ich muss jetzt eigentlich hier schon mal etwas defensiver gehen, leider. Erstmal vor allem healen. Ja, die ist schon mal gut, die Kontrolle, ne? Ja, die ist schon mal echt gut, die Kontrolle. Kann natürlich jetzt hier ganz gut reingehen, aber... Nice. Ja, er hat mich, glaube ich, oder? Ja. Der Poison reicht aus und er ist genau gedodged. Hat er stark gemacht. Ich weiß nicht, ob Schild oder Slow besser ist. Ich weiß es wirklich nicht. Also Physik hat gestern tatsächlich Schild genommen. Deswegen bin ich überhaupt erst auch auf die Idee gekommen, hier auch Schild zu nehmen. Er schießt hier direkt doppelt. Hat mich jetzt auch getroffen. Jetzt hat er natürlich die Ult. Ich habe Schild gemacht. Das Schild war total dumm. Ich hätte mir einfach aufheben sollen. Das Schild war echt dumm. Ich glaube, jetzt hat er ein Problem. Er ist noch gepoisoned. Er ist noch gepoisoned. Er ist beim Schild drin. Oh, shit. War gut. Junge, also jetzt sind wir nicht komplett weg in der Runde, leider. Weil ich gerade zweimal gewonnen habe, ist schon echt. Ich bin schon sehr happy, dass ich überhaupt einmal gewonnen habe. Hat er die Ult. Jetzt hat er die Ult. Macht er gut. Macht er sehr gut. Okay. Ich kann, wenn ich jetzt gewinne, theoretisch... Ich glaube, schwierig. Ich glaube, es wird schwierig zu comebacken. Ich wollte eigentlich sagen, ich kann vielleicht comebacken, aber ich glaube eher nicht. So. Jetzt wird er wahrscheinlich hier wieder kommen, genau. Ich halt hier so ein bisschen die Prozente mitnehmen. Genau, er weiß es auch. Ich gehe mit Schild hier rein. Ah, ich glaube, wir sterben beide, oder? Mann, das ist halt das... Bringt mir... Ich hätte die Ult nutzen sollen. Das bringt mir natürlich halt überhaupt nichts so. 22 zu 86. Ich muss es eigentlich hier jumpen, auf jeden Fall. War das ein guter Jump? Ist jetzt die Frage. Nee. Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, aber ich sag ehrlich, ich bin jetzt schon happy, dass wir einfach überhaupt ein Game gewinnen konnten. GG's, stark. Weiter geht's mit... Oh, Knockout finde ich übel geil. Knockout finde ich übel geil. Wir machen mal so eine geile Map, die cool ist. Vielleicht... Ja, machen wir einfach mal die Map jetzt hier. Auf geht's. Und er soll den Brawler wählen. Ich bin ja gespannt. Shelly schon wieder? Nein! No way. Aber er will echt auf Shelly gehen. Er ist ja Main Shelly, wie gesagt. Also, ja, machen wir. Jetzt sind wir drinnen. Knockout. Das Geile halt bei Knockout ist, wenn du halt stirbst, ist halt direkt vorbei. Und Best of 3. Also eigentlich für 1 gegen 1 mal ein besserer Modus als Showdown, würde ich eigentlich sagen. Und Duelle haben wir noch ganz am Ende. Duelle wird auch geil werden. Duelle bin ich auch sehr gespannt. Okay, das wird... Lass hier schwitzen. Lass hier schwitzen. Kann man die Pflanze wegschießen? Kann man nicht. Okay. Ah, will ich schon mal relativ offensiv gehen. Also, ich habe halt keinen Slow mitgenommen, ne? Er hat Schild genommen, auch eigentlich eine gute Wahl, denke ich. Darf jetzt hier auf jeden Fall nicht zu viele Hits geben, natürlich. Es wird ein bodenloses Gekämpfe geben, die Runde. Das ist jetzt schon klar. Ich will jetzt halt auch nicht zu... Ach, Digga, das ist halt so ein Gesperrte, wirklich. Er hat jetzt schon die Ulti. Wo hat er die Ulti? Oh mein Gott. Ja gut, das ist natürlich nicht gut gelaufen. Oh, Junge, was? Ja, macht jetzt natürlich auch gut. Ich muss jetzt meine Ulti halt irgendwie aufladen. Oh mein Gott. Wie hat er die Ulti... Habe ich so schlecht getroffen? Gar nichts gemacht im Vergleich. Habe ich natürlich das Snipe-Gadget voll daneben gehauen. Digga, nee. Er nimmt mich übel hops. Ich treffe keinen Schuss. Ich kann halt auch durch die Wand ulten, ne? Das weiß er auch. Er wird jetzt wahrscheinlich die Ult aufheben wollen. Das hätte ich mal irgendwie... Ich, Digga... So irgendwie lachen die ganze Zeit, weil es einfach albern ist, wie sehr ich halt dominiert werde. Ich muss halt dringend meine Ulti noch aufladen. Ich hätte, glaube ich, ulten können, aber ich glaube, es hätte nicht gereicht. Ich habe jetzt die Ult lieber aufgehoben. Dafür hat er jetzt natürlich den Hypercharge und das wird gar nicht witzig werden. Das weiß ich jetzt schon, aber ja, was soll ich halt tun, ne? Was soll ich halt tun, Leute? Ich will es auch nicht zu defensiv spielen. Ja, Hypercharge killt halt alles, ne? Komm, Legs! Deswegen habe ich verloren, wegen den Legs. Nee, Spaß, aber die haben schon ein bisschen gestört. Schade, schlecht gespielt von mir. Weiter geht's. Duelle machen wir zum Schluss, weil Duelle echt so ein Höhepunkt nochmal ist. Wir machen jetzt nochmal Eliminierung. Machen wir mal... Ich glaube, Daryl wird vorgeschlagen, wäre cool. Machen wir mal Daryl. Wir machen Slow, wir machen Damage und... Ja, genau so würde ich sagen. Schnelleres Nachladetempo oder die Rolle? So. Nach der Fassrolle? Nee, das ist wichtig, okay. Und damit geht es rein in das vorletzte Game. Ich bin jetzt schon wirklich ultra happy, sage ich ehrlich, dass es erstmal geklappt hat, gegen ihn zu spielen. Und vor allem, dass ich einfach 2 Punkte geholt habe. Hätte ich gar nicht gedacht. Vielleicht noch einen dritten. Gegen Physik hatte ich übrigens 3 Punkte. Aber gegen Physik habe ich sogar einige Games echt offensiv spielen müssen, weil ich schon geführt habe. Ihr müsst überlegen, Physik, wie gesagt, halt natürlich... Oh mein Gott, das war übel lost. Physik natürlich im großen Nachteil einfach dadurch, dass er natürlich auf den... anderen Servern spielen musste. Digga, jetzt schon das 2-0. Kann ich da jetzt schnell nachrollen vielleicht und den nächsten Kill holen? Ah, nee, ich glaube nicht. Was ist denn jetzt? Kann hinrollen, oder? Kann ich einen Kill? Digga, was mache ich denn? Er kommt da halt wirklich raus. Oh Gott, das war so stark.
Oh mein Gott, ich hätte rollen oder schießen sollen. Ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Bin so sauer auf mich selber gerade, dass ich da den Kill nicht geholt habe einfach. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, ich habe auch einen Kill. Okay, 3-1. Oh, ist der gute Kollege. Da ist er. Jetzt überrolle ich ihn einfach. Slow nochmal. Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Jetzt kann er mich wieder killen. Ja, ich weiß nicht. Ja, wäre schon gut wegrasiert, ne? Muss man ehrlich sagen. Was können wir da vielleicht tun? Vielleicht so irgendwie? Das war gar nicht mal so bad, glaube ich, oder? Ja. Nee, das war bad. 5-1. Ich habe immerhin auch einen Kill, aber ja. Naja, wenn wir es hier probieren, irgendwie zu predikten, dass er reinrollt, aber... Er hat auch Schild genommen. Das ist natürlich auch vielleicht schlauer als ich die ganze Zeit. Wenn ich jetzt halt reinrolle, werde ich bestimmt sterben. Denkt er sich wahrscheinlich auch. Ah, wir treffen uns beide gerade nicht. Jetzt treffe ich ihn. Nee, ich treffe nicht. Ich habe keine Munition mehr gerade übrig, deswegen muss man gerade ein bisschen aufpassen, dass es jetzt nicht zu offensiv geht. Ich roll jetzt einfach rein, kein Bock mehr. So. Komm. Nein. Wieder. Ich kann wieder rollen. Das ist gut. Das gibt's doch gar nicht. 1-6, Leute. So ist die traurige Realität. Vielleicht kann ich wenigstens noch mal einen Kill mehr rausholen. Nee, er rollt nochmal weg. Chillig. Das ist so dumm. Ich wurde so weg. Ich habe aus Versehen geschossen. Ich wurde so wegdominiert hier. Ich glaube, Schild wäre schlauer gewesen auf jeden Fall, weil HP-Regenerierung bringt gar nicht mal so viel. So, rollen wir wieder. Ja, er nutzt die Rollen noch besser, um mich so ein bisschen wegzunocken jedes Mal, wenn ihr das vielleicht merkt. Das macht er echt sehr, sehr geschickt. Dann haben wir auch mal einen Kill wenigstens. 7-2. Joa, knappe Runde würde ich sagen, ne? Jetzt kommt er hier wieder. Rollt hier auch rein. Wir rollen aber auch gut rein dieses Mal. Und das ist wichtig. Komm, ich gehe jetzt einfach offensiv. Das ist jetzt egal. Das hat nicht gereicht. Das hat leider nicht gereicht. Das war knapp. Ah, ich bin reingerollt leicht. 7-2. Habe ich mal irgendwie den Kill? Ich rolle auch zurück. Ja, stark gespielt. Ey, 8-2. Das war eine ganz klare Angelegenheit. Aber wir haben jetzt mal Duelle. Da bin ich sehr gespannt. Will ich mal einen Kill? 9-2. Okay, Duelle machen wir so. Wir dürfen egal welchen Brawler wählen. Das heißt, wir werden jetzt auch hoffentlich eine gute Kombi von ihm sehen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe nicht so wirklich eine Ahnung, was gut ist. Ich habe jetzt mal Cordelius auf den letzten Platz. Vielleicht ein Brawler, der nicht unbedingt seine Ulti so unbedingt direkt braucht. Was könnte man da gut nehmen? Ich weiß nicht, was stark auch aktuell ist. Charlie. Charlie ist doch super stark. Dann nehmen wir doch Charlie direkt als erstes, hätte ich... Nee, Charlie nehmen wir als zweites. Charlie ist eigentlich fast ein bisschen wie Cheaten, würde ich fast behaupten. Also jetzt bin ich gespannt. Also Charlie ist halt hart, ne? Charlie ist aktuell unfassbar stark. Er hat Charlie nicht genommen. Okay, krass. Ich habe noch Bull, er hat Dynamite noch genommen und Gray. Dynamite hat auch gestern natürlich Dings direkt genommen gehabt. Also eigentlich hat er doch überhaupt keine Chance, weil ich einmal meine Ulti habe, oder? Deswegen, was soll er denn jetzt machen? Zack. Das war's. Oh mein Gott, ich will jetzt echt nicht... Ich befürchte fast. Nimmst die Spinnen auf. Nice, oh mein Gott. Also ich will es nicht übertreiben. Ich glaube, Charlie ist fast wie Cheaten jetzt im Duelle-Modus. Okay, jetzt kommt Dynamite. Wenn er mich jetzt besiegt, wäre es krass. Also no joke. Ich meine, überleg mal, wie unfair der Charlie eigentlich ist. Vor allem natürlich jetzt gegen Sam auch ein sehr gutes Matchup gehabt. Das ist halt interessant, weil das Problem ist halt jetzt, hier kam jetzt unsere Ulti halt natürlich nicht. Ich kann das hier irgendwie probieren. Hat er einen Stun? Hat er Stun dabei? Oh, hat er sehr gut, hat er gut getroffen. Boah, daneben, zum Glück daneben, zum Glück daneben. So, das macht einfach das Gadget hier. Dass er hier die Spinnen verteidigen muss, aber er kriegt sie mit einem Hit hier ausgeschaltet, da sehr stark gemacht. Oh, Digga, er ist so gut mit Dynamite. Ich laufe jetzt straight in die Richtung. Ich hab gedodged, ich hab gedodged. Digga, ich hab's probiert, ich hab's wirklich probiert. Ey, krass, aber... Oh, ja, was soll ich sagen, krass. Okay, ich lass mich jetzt eigentlich schon mal ganz gut hitten hier, als... Oh, nee, ich hätte natürlich stunt, hab ich ein Problem. Er hat mich gestunt. Digga, er ist so gut, er ist so gut. Gut, er ist halt, er ist Hyra, also soll ich sagen. Ja, jetzt ist es natürlich eklig. Ich muss halt jetzt irgendwie die Ult hitten und dann habe ich, das ist eigentlich die einzige Chance, aber... Ja, ich hätte vielleicht auch Dynamic oder einen Werfer nehmen sollen. So schlau hätte ich schon noch sein können, aber was soll ich sagen? Schlau war ich halt nicht. Probieren, dass ich halt die Ult daneben werfe. Ja, stark getroffen. Ich habe ihn getroffen, ich habe ihn getroffen. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich habe ihn getroffen. Oh mein Gott, es ist auch verlangsamt natürlich. Ja, Digga, was ist da denn los? Er hat mich, er hat mich. GG's an Hyra, sehr stark gespielt. Und jetzt natürlich die große Frage an Hyra, denn ihr seht in der Rangliste, er hat seit dem Rekord nicht mehr gepusht. Keine einzige Trophäe, also extra für das Video heute auch, natürlich irgendwie zurückgekommen, was ich auch sehr krass finde. Und meine Frage an ihn ist natürlich, wir sehen es hier nochmal, wirst du weiter in Brawl Stars spielen oder wirst du Brawl Stars verlassen? Und daraufhin hat er folgende Antwort rausgehauen. Hyra wird aufhören, Trophäen zu pushen. Aber er wird weiter in Brawl Stars spielen. Das ist sehr krass. Das heißt, dieser 100.000 Trophäenrekord wird erstmal stehen bleiben für Hyra und Physik wird natürlich dementsprechend komplett wegpushen. Der ist schon jetzt 500 Trophäen vorne. Das ist sehr krass. Also ich bin gespannt, was wir noch von Hyra erwarten können. Wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Abo da für weitere krasse Brawl Stars Videos. Danke, dass alles möglich geworden ist durch euch, durch euren Support und haut rein. Wir sind kurz vor 500.000. Das ist krass. Ciao.